Mein Name ist Survival Pete und ich zeige euch, wo der Haken liegt. Dieses Thema hier ist Unterstandsbau. Ich zeige euch unterschiedliche Arten, wie man es bauen kann. Die Vor- und die Nachteile. Und wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran. Ja, Unterstände in der Natur sind lebensnotwendig. Sie schützen uns nämlich vor der Kälte, vor dem Wind und vor dem Regen. Bevor ich einen Unterstand baue, suche ich natürlich ein. Weil das erspart mir die Arbeit. Und da gibt es zum Beispiel eine Höhle oder Felsvorsprung oder einen Baum, der sehr dicht gewachsen ist. So kann ich mich dann auf andere Sachen konzentrieren, zum Beispiel Feuerholz sammeln oder halt mein Bett bauen. Man sollte aber allerdings beachten, dass das Feuer nicht in der Höhle gemacht wird, wegen der Rauchentwicklung. Das ist sehr schlecht für die Gesundheit, kann sogar lebensgefährlich werden. Wenn ihr ein Feuer macht, dann immer im Eingangsbereich. So eine Höhle hat natürlich auch Nachteile. Wenn dort Fledermäuse wohnen und unten am Fußboden Kot liegt, dann würde ich nicht unbedingt dort schlafen. Und eine Höhle ist auch zudem noch feucht und nass. Man kühlt natürlich auch schnell aus dort. Und ich war ja im Harz unterwegs und bin da durch einige Löcher durchgekrabbelt. Wir können allerdings auch Felsvorsprünge finden und im Harz habe ich natürlich auch einen Felsvorsprung gefunden auf der windabgewandten Seite. Und dort habe ich den Fußboden mal einmal beobachtet und wenn er trocken ist, dann bleibt das auch beim Regen trocken. Das heißt, ich konnte mich da hinlegen und dort kann ich dann auch im Notfall vor mir ein Feuer machen. Das heißt, ich habe erstmal ein Dach und von beiden Seiten bin ich geschützt von den Wänden. Felsvorsprünge sind leider zu selten zu finden, sind aber eine sehr gute Gelegenheit, dort zu nächtigen. Wenn wir jetzt keine Höhle finden, weil wir nicht in den Bergen unterwegs sind, sondern hier im Flachland, dann können wir in den Wald gehen und uns dort Schutz suchen. Laub und Nadelhölzer können einen natürlichen Regenschirm geben, der uns vor dem Regen schützt. Und hier kann ich mich dann kurzzeitig aufhalten, bis der Regen vorüber ist, es sei denn, es regnet den ganzen Tag. Dann haben wir das Problem, dass es irgendwann durchsickert. Und wenn das erstmal der Fall ist, kann so ein Baum tagelang tropfen. Deswegen ist so ein Aufenthalt unter so einem Baum nur kurzfristig vorgesehen. Dazu muss man noch wissen, dass Fichten bei einem Sturm umkippen können, weil sie Flachwurzler sind. Hier im Hintergrund habe ich zum Beispiel eine riesengroße Wurzel, einen Wurzelteller. Die Fichte hier ist umgekippt und wie man sehen kann, das reißt den ganzen Boden gleich mit. Und wenn ich mich unter dieser Fichte aufhalte, dann fliege ich gleich mit in diese Richtung oder werde eventuell von dem Baum noch erschlagen. Also beim Sturm weg von den Fichten. Im Winter zum Beispiel kann ich dann unter eine Tanne gehen. Wenn es einen Schneefall gibt und so, dann kann ich unter der Tanne Schutz finden. Hier allerdings solltet ihr darauf achten, dass ihr hier kein Feuer machen könnt, weil die Tanne voller Harze ist. Und wenn ihr da erstmal ein Feuer macht und sich das Feuer nach unten ausbreitet in den Wurzelbereich, kann der ganze Baum brennen, wenn nicht sogar der ganze Wald. Und das wollen wir doch vermeiden. Also kein Feuer unter eine Tanne. Nicht nur Bäume sind für uns gefährlich, die hier im Hintergrund umfallen, sondern auch die toten Äste, die an so einem Baum dranhängen. Wenn ein leichter Sturm kommt oder so ein Wind, der kann auch dafür sorgen, dass diese Äste herunterkrachen und genau auf unser Lager stürzen. So ein umgestürzter Baum können wir uns jetzt zunutze machen, indem wir da einfach Stöcker gegenlegen und ein Pultdach erstellen. Und ich zeige euch, was ich eigentlich damit meine. Der Vorteil von so einem umgestürzten Baum ist natürlich, dass man jetzt viele Äste hat. Viele Äste, die tot sind und die man ganz einfach einsammeln kann, ohne dass man jetzt groß auf die Suche geht. Die Wahl des Bodens ist natürlich entscheidend. Es hat schon einen Grund, warum dieser Baum umgekippt ist. Wie man hier erkennen kann, ich zeige das euch einmal. Wie man hier erkennen kann, der Boden ist ganz schön moosbehaftet. Und wenn ich jetzt so springe, hier steht eine ganze Menge Wasser. Das liegt auch daran, dass es hier so ein bisschen talabwärts geht. Und hier zu schlafen will ich lieber nicht. Wenn ich da vorne zur Spitze gehe, ist es trockener und auch höher gelegen. Also von daher sucht euch am besten einen trockenen Boden. Ja, je dicker die Hölzer, desto weniger muss ich laufen. Aber ich bin ja gleich fertig. Um das Dach jetzt hier wasserdicht hinzubekommen, könnt ihr unterschiedlichste Materialien aus der Natur nehmen. Hier zum Beispiel Farn oder ihr nehmt hier von dem Laubbaum einfach die Äste, vom Nadelgehölz oder ihr nehmt Moos, was hier in der Umgebung ist. Aber ihr könnt auch hier das Laub nehmen oder dieses hier, was am Fußboden ist. Ihr müsst einfach nur die Hölzer nachher
dicht genug beieinander packen, sodass das halt nicht durchfallen kann. Der Unterstand ist noch lange nicht fertig. Hier müsste man noch viel mehr raufhauen, um das wasserdicht hinzubekommen. Aber es reicht erstmal soweit. Ich wollte euch die Technik zeigen, die es so gibt. Also, so. Aber, scheiße. Den habe ich gar nicht gesehen. Ja, so ein Lagerbau dauert natürlich sehr lange und plant am besten immer 2 Stunden vorher ein für sowas, also bevor die Nacht anbricht, weil die Äste sammeln, das ganze Laub raufwerfen und so weiter, braucht doch ganz schön Zeit. Und passt bloß auf diese kleinen Gefahren hier auf. Bei den Nadelgehölzen splittert das Holz meistens ab und es gibt diese Spitzen, die zurückbleiben. Und eben bin ich da richtig schön reingelangt. Und baut auch nur so lang, wie ihr groß seid. Alles andere ist verschwendete Energie und ja, die Energie braucht ihr. Das gibt es natürlich auch mehr Lagerarten. Das hier ist jetzt eine davon, eine, die schnell gehen sollte. Und jetzt kommen wir zur nächsten Lagerbauart. Ja, man findet auch nicht immer einen Baum, der umgefallen ist, der ungefähr die Höhe hat, die man braucht. Und von daher gibt es noch einen anderen Trick, den man anwenden kann. Alles, was ihr braucht, sind einfach nur 3 Astgabeln. Die könnt ihr so ineinander haken, dass es einen stabilen Stand gibt. So, das ist jetzt aufgebaut wie so ein Dreibein, dort wo die Kamera draufsteht. Und jetzt fehlt uns nur noch ein langer Balken. Den setzen wir jetzt so, dass die ganze Konstruktion auch hält. Das ist die andere Variante, dieses freistehende Schrägdach. Die Variante geht natürlich schneller als die mit dem Baum. Hier braucht man nicht so viele lange Äste. Hier müsst ihr nur darauf achten, weil das hier der Hauptbalken ist, dass er hier nachher liegt. Um zu gucken, ob das jetzt richtig ist, lege ich mich einmal hier so drunter. Zack, hier ist es nachher, wo ich liege. Und ich würde sagen, das passt perfekt. Alles, was hier über diese Seite ist, wird nass und alles hier hinter bleibt trocken. Diese Konstruktion hinter mir ist wahrscheinlich die einfachste Konstruktion, die es gibt. Sie ist sehr klein gehalten. Hier ist der Vorteil, dass man nicht so schnell entdeckt wird. Und die ist wirklich nur so groß gebaut, wie ich lang bin. Die positiven Vorteile von diesem Unterstand im Gegensatz zu dem Baum, da wo ich die Bretter auch seitlich gegengelegt habe, ist einmal hier, dass man hier ein Feuer machen kann. Das hier ist ein freistehender Unterstand, den kann ich hinbauen, wo ich will. Das heißt, ich baue ihn dann dahin, wo ich dann auch ein Feuer machen kann. So kann ich im Winter auch überleben. Die weiteren positiven Vorteile sind einmal, dass er schnell aufgebaut ist. Man braucht ungefähr 1 Stunde dafür. Man braucht sehr wenig Materialien und er ist zudem noch gut getarnt, wenn ich zum Beispiel kein Feuer habe. Ein bisschen klein, würde ich sagen. Da gibt es noch eine andere Variante. Das kann man ja hier vorne auch nochmal auf selbe Höhe machen. Und wenn man beides auf selber Höhe hat, kann man einen Querbalken dort draufpacken. Nun kommen die ganzen Äste einmal gegengelehnt und schon ist das Lager fertig. Jetzt könnt ihr hier auch besser sitzen. Ihr könnt Materialien drunter verstauen. Das ist auch noch ein positiver Effekt. Die Vorteile von so einem Unterstand sind jetzt, dass man dort gut sitzen kann. Aber ganz wichtig, dass man auch dort Ausrüstungsgegenstände trocken lagern kann. Die Nachteile von so einem Lager sind natürlich der Zeitaufwand. Dieses Lager dauert doppelt so lang, weil es ja doppelt so groß ist. Leider muss ich euch mitteilen, dass alle Schrägdachvarianten ein ganz großes negatives Manko haben. Und zwar, wenn es regnet, dann kann es meistens sein, dass der Wind mit dem Regen von der anderen Seite kommt. Das heißt, man wird bei so einem Schrägdach immer nass, wenn es regnet. Und dann gibt es noch die Variante, dass man das alles zubauen kann. Diese Variante habe ich im Winter angewendet, um so vor dem Schneesturm geschützt zu sein. Hier ist leider das Problem, dass man innen drin kein Feuer machen kann. Aber man kann die heißen Steine vom Feuer mit ins Lager nehmen, also mit in den Unterstand. Bei diesem Unterstand reichen dann 4 bis 6 heiße Steine vom Lagerfeuer, die sich dort aufgewärmt haben. Und zwar macht man die unten in der Nähe von den Füßen, dann in der Nähe von der Hüfte und am besten hier, wo der Oberkörper ist. Wenn man dann noch eine Tür gebaut hat, dann kann die Wärme natürlich viel besser dort drinnen gespeichert werden. Es ist dann wie so eine kleine Sauna und ja, man hält ungefähr 4 Stunden da drinnen aus. Dann wird es langsam doch zu kalt. Das merkt man leider an den Füßen zuerst. Dann muss man einfach nur rauskrabbeln und zur Feuerstelle gehen, die schon lange aus ist.
weil man sich ja nicht drum kümmert, man schläft ja dann. Aber die Steine, die bleiben noch sehr, sehr lange heiß an der Feuerstelle. Dann nimmt man einfach dort neue Steine, am besten immer mit Handschuhen, nicht mit bloßen Händen. Und dann werft man die einfach wieder in seinen kleinen Unterstand rein. So kann man die nächsten 4 Stunden verbringen. Und insgesamt hat man dann ungefähr 8 Stunden Schlaf mit einer Unterbrechung. Aber so hat man dann wenigstens die Nacht überstanden. Noch ein ganz kleiner Tipp zu den Steinen. Nimmt keine Feuersteine, die würden dann wegen der Hitze ja explodieren, sagt man auch. Die sind lebensgefährlich. Nimmt lieber so eine Granitsteine. Und diese Größe hatte ich auch immer in meinen Unterständen reingeworfen, links und rechts. Und ja, die wiegen schon was. Also am besten immer Lederhandschuhe mit haben. Und so könnt ihr eine Nacht in so einem Zeltunterstand sehr gut verbringen. Die Variante als Zeltlager könnt ihr in 2 Varianten bauen. Entweder ihr baut es so schräg runter und dann geschlossen, oder ihr baut es beides auf eine Höhe. Wenn ihr die erste Variante wählt, das ist eher für eine Person, da passen keine 2 rein. Und für die zweite Variante, dort passen auch 2 Personen rein. Das ist dann hinten auch für den Fußbereich ein bisschen breiter. Was ich nicht empfehle, ist, dieses große Zelt zu bauen, wenn man nur eine Person ist. Je weniger Platz da drin ist, desto weniger Luft muss dort erwärmt werden. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine. Eigentlich kommen jetzt noch viele andere Unterstände für bestimmte Bereiche. Da fehlt zum Beispiel noch das Tipi oder das Iglo oder für den Sumpfbereich oder für den Strand. Dort gibt es auch noch unterschiedliche Varianten zu bauen, aber die werde ich in einem weiteren Video zeigen. Ja, da müsst ihr euch leider ein bisschen gedulden. Das geht leider nicht so schnell. Das braucht ein bisschen mehr Zeit. Und von daher sage ich, schaut auf das rein und abonniert am besten, damit ihr dieses andere Video nicht verpasst, weil es auch sehr, sehr interessant wird. Und bitte liken, wenn es euch gefallen hat. Ich tue sowas eigentlich nicht sagen. Ja, auf jeden Fall, ich danke euch, dass ihr bis hierher geschaut habt.